Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Im letzten Part habe ich hier ja ganz schön abgeräumt. Ich habe jetzt auch rausgefunden, wie wir das Negativ bekommen. Und dazu nehme ich jetzt mal, weil es bestimmt der ein oder andere sehen will, das ist Mom. Hier, Blue Baby. The Poop ist eine relativ nutzlose Fähigkeit. Wir können nach jedem Raum, also nach jeder Aufladung, einen Haufen legen und den können wir wieder kaputt schießen in der Hoffnung, da ist was Tolles drin. Ist es meistens aber nicht. Und ja, jetzt haben wir hier noch Sister Maggie dabei. Gut, ist okay. Ja, wenn wir hier dann noch Petrified Poop haben, sieht das Ganze wieder anders aus. Dann kriegen wir damit nämlich relativ schnell Geld zusammen und können damit die Shops unsicher machen. So, hier ist auch schon der Bossraum. Jetzt fehlt mir noch eine Bombe, um da den Tinted Rock kaputt zu machen. Ich guck mal, ob ich noch eine finde. Ist natürlich immer sehr, sehr riskant, das Ganze, weil ja, jeder Raum bedeutet potenziell ein Spirit Heart weniger. Blue Babys ganz besondere Fähigkeit ist einfach, dass er keine anderen Herzen als Spirit Hearts annimmt. Also, selbst wenn ich jetzt hier ein Life-Upgrade bekomme, es wird sich dann in ein blaues Herz verwandeln. Also auch die Heal-Up-Pille, die kennt ihr ja bereits bei mir aus dem Let's Play, mehr als deutlich, mehr als gut. Und naja, wenn ich diese aufsammle, kriege ich einfach nur ein blaues Herz dazu. Das bedeutet, diese Pille ist schlechter als die Balls of Steel Pille, die ja mir zwei Spirit Hearts gibt. Wie das Ganze mit schwarzen Herzen aussieht, weiß ich allerdings nicht. Das müssen wir dann herausfinden, wenn wir eins bekommen. Oder halt die Satanistenbibel. Aber ich denke, das werden wir noch früh genug merken, wie das dann aussieht. Ihr merkt es vielleicht, ich bin wieder mal ein klein wenig verschnupft. Das schneit auch draußen. Finde ich relativ schön. Ja, es wird Zeit, dass es hier mal wieder schneit. Und ich hoffe mal wirklich, ja, so Cursed Rooms sind für mich jetzt eigentlich der Tod, weshalb ich mich da schön fern von halte. Weil mit nur Spirit Hearts in so einen Cursed Room zu gehen, klar, es können zwei Spirit Hearts für mich rausspringen und eins geopfert sein. Das wäre natürlich der Idealfall, aber im schlimmsten Fall kriege ich da bloß noch Schaden und wir haben Fire Mind. Ihr wisst ja, meine Lieblingstränen eigentlich. Weil ich die einfach episch finde. Ich finde die klasse. Oh Gott. Ja, vor Spinnen habe ich hier Riesenangst, weil ich Spinnen eh schon so schlecht ausweichen kann. Und dann auch noch hier mit Explosiv. Nee, das ist furchtbar. Ja, ich hätte eigentlich meinen Kackhaufen erst legen sollen. Ja, ich hoffe immer drauf, dass da irgendwann mal Münzen oder Petrified Poop rauskommen. Aber man kann nun mal nicht alles haben. Und sag mal, explodiert das Feuer nicht ab und zu? Ja, ich hab's gesagt und gleich in dem Moment triggert die Explosion. Explosive Feuergeschosse, so muss das. Nein, das kann ich nicht ausschießen, das ist von mir. Aber hier kann ich gucken, ob Geld drin ist. Ja, ich bin gerade so ein bisschen geldgeil und hier ist einer der Shops. Ist ein Geschäft, in dem ich ein besseres Item bekomme. Ich gehe mal rein. Ja, es war leider der Shop. Ich hätte nämlich lieber die Bibliothek gehabt. Da sind nämlich, ja, das sind tolle Items drin. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich noch einen Schlüssel kriege, aber ich kriege keinen mehr. Schade. Ja, es wäre schön gewesen. Wäre richtig schön gewesen. Und Pin anzuzünden, weiß ich gar nicht, ob das so viel Sinn macht, aber es scheint ihm Schaden zu machen. Also, oh ja, dass der da durchs Feuer geflogen ist, das hat ihm das Leben gekostet. So, jetzt seht ihr den Effekt. Und der Teufel. Okay, normal bietet der Teufel uns hier in seinem Deal jetzt lediglich Sachen für Spirit Hearts an. Das kennt ihr ja bereits, wenn ich mit Assassin spiele, dann ist das ja ähnlich. So. Wo sind wir jetzt? In den Caves, okay. Ja, stimmt, wir haben ja noch nicht viel freigeschaltet, was anstelle der Caves kommen könnte. Also, was heißt nicht viel? Wir haben überhaupt noch nichts freigeschaltet. Und es gibt ja auch nur eins. Was rede ich denn wieder für einen Schluss heute? Aber ich liebe es hier einfach, die Gegner anzünden zu können. Das ist mir viel, viel lieber als die ganz normalen Tränen. Und noch viel lieber als Gifttränen. Ich weiß nicht, das Feuer hat irgendwie was Epischeres. Und vor allen Dingen, wenn die Viecher hier in die Luft gehen, kann man einfach so schön platzen lassen mit dem Feuer. Das kann man mit normalen Tränen nicht und mit Gifttränen auch nicht. Ja, da ist eine Bombe. Eigentlich jetzt nicht so das, was ich wollte. Aber wir können hier in den. Ich hoffe einfach auf den Schlüssel. Ja, es sind zwei, das ist gut.
Weil ich will einfach ein besseres Item als als The Poop. Das ist das schlechteste Item. Das ist das schlechteste Spacebar-Item, das es gibt. Weil man einfach damit nichts bewirkt. Okay. Hier, Feuerexplosionen scheinen den Viechern ordentlich zuzusetzen. Ist gut. Ja, deswegen mag ich die Tränen. Hier so die Explosionen, das... Da fühlt man sich gleich wie bei den Power Rangers. Wenn hier alles explodiert, was eigentlich gar nicht explodieren dürfte. So, wieder auf den Boden kacken und schön zerschießen. In der Hoffnung, es ist was Positives. Also Heal Down und Bad Trips sind hier auch, kommen auf das gleiche raus. Und der Witz ist ja, dass die Full Heal Pille auch schlechter ist als eine Balls of Steel Pille. Aber bis jetzt schlage ich mich doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Habe ich schon Schaden genommen? Ich glaube, nein. Aber das sollte ich nicht zu laut sagen, sonst kriege ich nämlich gleich Schaden. Besonders bei den Viechern hier. Also bin ich ja vor... Da bin ich ja prädestiniert, Schaden zu nehmen. Aber solange alles explodiert, ist gut. Irgendwo habe ich Kacke vergessen. Da drüben ist noch eine. So, brenne. Und hier wieder Bodenmann. Ja, schön die Kacke hier. Überall ist Kacke. So, es ist jetzt ein langer Raum. Schön mit den Fliegen aufpassen. Die sind gefährlich. Die. Das war knapp. Ich habe immer total Angst, dass ich von dem Blut getroffen werde. Besonders, wenn die hier so in Schwärmen kommen. Oh, alles tot. Und ein Herz. Was will ich denn mit dem Herz? Ich brauche dringend den Diener, der hier Spirit Hearts draus macht. Weil rote Herzen mit... Ja, da habe ich das erste Mal Schaden genommen jetzt. Ist das nicht lustig? Nein, ist es nicht. So. Ja, Spirit Hearts sind hier echt das Beste, was einem passieren kann. Das Besseres gibt's gar nicht. Bei denen würde ich gerne mal sehen, wenn die explodieren. Ja, sehr schön. Ich lerne ihn wertzuschätzen, das gute Blue Baby. Das blaue Baby. Und ich habe hier immer so das Gefühl, die explodieren in so einem Pheromonschwall. Weil das nicht so wie die normalen Explosionen oft aussieht, sondern wie so eine Pheromonexplosion. So. Auch nicht. Ich hoffe ja drauf, dass ich hier den Itemraum finde mit dem besten Spacebar-Item, was es gibt. Naja, für mich wäre das, glaube ich, derzeit Book of Revelations. Das Buch der Enthüllungen. Balls of Steel, ja, beste Pille. Und jetzt weiß ich sogar, wie sie aussieht. Blau. Wieder Enzian. So. Und ich habe übrigens rausgekriegt, wie wir das negativ... Habe ich schon gesagt, wie wir das negativ bekommen? Wir müssen den Teufel in Sheol 5-mal getötet haben, damit wir das bekommen können. Ja, ist nicht, also ist keine leichte Aufgabe. Aber ich denke, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft haben wir den schon getötet? 2-3 Mal? Das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Also die restlichen paar Mal, die kriegen wir auch noch hin. Irgendwie. So. Was bist du? Ach, du bist Smart Fly, Revenge Fly. Sobald wir Schaden kriegen, geht die aggressiv auf die Gegner drauf. So viel Geld habe ich nicht, dass ich hier in den Shop gehen wollte. Am Ende wartet eh nur Greed auf mich. Das kennen wir ja schon. Obwohl, ich könnte ja hier eigentlich mal sprengen in der Hoffnung, dass ich hier oder rechts in den Geheimraum komme. Ja, sehr schön. Und da ist sogar die Kohle. Und das Beste daran ist, dass wir hier die Kohle gefunden haben. Ich kann mich jetzt nach links einfach in den Geheimraum, in den Itemraum weiter sprengen. So, Schlüssel gespart. Eine Schnellaufladungsbatterie. Ja, falls ich ein besseres Spacebar-Item finde, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und natürlich Spirit Heart wieder. Ich weiß gar nicht, war das die Batterie für die Doppelladung oder für eine Schnellaufladung? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wir brauchen dringend ein besseres Spacebar-Item, weil mit dem Ding, mit dem Poop, möchte ich hier eigentlich nicht weiterlaufen. Ich brauche irgendwas Gutes. Und Gurdy Junior, okay. Da wird sich die Revenge Fly, glaube ich, gleich ziemlich beliebt machen bei mir. Weil, ja, da seht ihr es, ich krieg eh Schaden, weil ich komme mit rammenden Gegnern einfach nicht zurecht. Aber die Fliege, die hat uns ja schon mal in einem Run das Leben gerettet und dann macht die sich jetzt auch bezahlt. So, Size Down und Speed Up. Mit einer Pille, Tears Down, danke. Freue ich mich immer. Wirklich immer. Ja, wir haben gar nicht mal so schlecht Herzen, da traue ich mich sogar mal hier reinzugehen. 9 Lives! Dead Cat.
Natürlich, mach halt all meine Spirit Hearts weg. Normal macht die, lässt die Spirit. Nee. Einfach nur nee. Jetzt habe ich mich so gut geschlagen und. Nee. Das ist gemein. Jetzt habe ich gedacht, normal macht die ja die Spirit Hearts, lässt die da und gibt uns dann ein rotes Herz. Das bedeutet, die hat jetzt wahrscheinlich keinen Effekt. Außer uns vielleicht noch ein Spirit Heart zu geben. Aber nein, einfach nur nein. Die gibt uns gar nichts. Die sagt einfach, nö, mach ich nicht. Du verlierst jetzt all deine Spirit Hearts und darfst dann sagen, tja, dumm gelaufen. Spiel das Ganze doch nochmal. Dann hoffe ich wirklich, dass ich hier Dings krieg. Guppy's Head und Guppy werde. Dass ich mich an all den verlorenen Seelen hier rächen kann. Ja, noch ein Hit und ich bin hin. Bin ich zum nächsten Mal. Ich brauche wieder Spirit Hearts. Und ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich habe den Anfang so gut gemacht, dass ich keine Spirit Hearts verloren habe. Wenn ich das jetzt nochmal schaffe, dann ist der Raum geklärt. Ich muss in den Shop rein. Ich brauche Geld und muss in den Shop gehen und mir wieder Spirit Hearts kaufen. Explodiert, ihr Mistviecher. Ja, so ist brav. Puh, das ist echt nicht gut. Ich verliere jetzt mein ganzes Leben dadurch. Also da hätte ich lieber, also hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Lives nicht angenommen. Ganz ehrlich, hätte ich nicht gemacht. Das war eine schlechte Entscheidung. Und jetzt muss ich hier zusehen, wie ich die Spirit Hearts zusammenkriege. Ja, und ich brauche dringend Petrified Poop, es hilft nichts. Dann kriege ich das Geld und dann kann ich hier vielleicht sogar mal irgendwas klären. Puh, ist hier irgendwas, ja, zwei Goldkisten, da kann was Gutes drin sein, ist es bloß nicht. Warum ist eigentlich bei mir nie was Gutes in den Kisten drin? Also, klar, es ist ab und zu mal was Gutes in den Kisten drin, aber nie, wenn ich es brauche. Nur, wenn ich eh schon overpowered bin. Wenn der Run super gut läuft, dann ist das eigentlich ganz okay. Ich könnte jetzt den Seed noch anzeigen, aber da ich eh nicht davon ausgehe, dass ich den Teufel töte, werdet ihr den Seed eh noch sehen. Oder wenn der Part vorbei ist, dann gibt es auch wieder, dann mache ich ja meistens Pause-Menü, obwohl ich es in der letzten Zeit ein bisschen verschwitzt habe. Dann solltet ihr eigentlich auch sehen, was abgeht. Och ja, und dann geben sie mir natürlich Piep als Gegner. Ich bin eh schon hier der sterbliche Typ. Also sterblicher als ich geht's eigentlich gar nicht mehr. Und die geben mir hier Piep als Gegner. Und der will nicht mal brennen. Ja, der brennt nicht. Der ist feuerfest. Super. Ist richtig toll. Ich mach keinen Schaden. Mach keinen Schaden und bin hier so ein verlorenes Blue Baby. Und in dem Fall bin ich wirklich verloren, weil... Ja, kein Schaden, kein Leben, gar nichts. Leute, ich glaube, das spiele ich nochmal. Schön, dass der Counter-Strike spielt. Ich spiele hier um mein Leben. Ich mache jetzt immer den Poop als Schutzschild. Okay, jetzt konnte ich nicht und das war knapp. Ich hoffe echt, es sind hier nur zwei Bosse. Ja, er ist ins Feuer gesprungen und gestorben. Oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, das überleben wir nicht. Aber die Spirit Hearts sind immer noch keine da. Also im nächsten muss irgendwas Tolles drin sein, im nächsten Itemraum. Dann ab in den Shop. Ja, so viel dazu. Ach nein, Lives, du machst mich arm. Also wenn ich jetzt nicht Guppy wäre, dann können wir den Teufel eigentlich jetzt schon knicken. Das ist meine letzte Hoffnung, dass wir hier irgendwie noch Guppy sind. Also nicht sind, aber werden. Ja, nehme ich Schaden. Jetzt ist es auch wurscht. Brenne. Brennt ihr allen Mistviecher. Ihr allen Mistviecher, was rede ich denn da schon wieder? Ja, und da... Doch, ich habe den Raum sogar noch geklärt mit... Mit letzter Lebenskraft. Nein, eigentlich ohne Lebenskraft, da mein Feuer hat's gemacht. Wie, irgendwo muss doch der Itemraum... Ah, da ist er. So, die da haben Angst vor mir. Angst ist immer gut. Spinnen, ne? Übelster Gegner aus Isaac. Und übelste Viecher im echten Leben. Ja, ich töte mich hier eh bloß selber. Aber jetzt habe ich immerhin meine Revenge Fly. Rachefliege, töte sie alle. Rette mich und töte sie. Vor allen Dingen, jetzt habe ich mein schönes Feuer und dann habe ich kein Feuer mehr. Das
Das finde ich unfair. Falls ich jetzt sterbe, finde ich das extrem unfair. Und jetzt kriege ich noch eine Fliege. Immerhin, Angriffsfliege. Ja, da kann ich mir, wenn ich genug Geld hätte, ein Spacebar-Item kaufen. Und Leute, das werde ich auch tun. Ups, das wollte ich eigentlich nie einzahlen. Das wollte ich rausholen. So, gebt mir all euer Geld. Ja, all euer Geld. Das muss jetzt sein. Dann kaufe ich mir hier Pilzchen. So. Pilzchen. Range up. Ja, ich kann jetzt echt nur hoffen, dass ich hier irgendwie die Balls of Steel Pille rauskriege. Weil so, mit einem Spirit Heart kann ich den Teufel nie im Leben machen. So, mega fetti. Obwohl ich sagen muss, wenn ich mich so schlecht wirklich auf den Floor angestellt hätte. Ja, ich gebe zu, da ist vielleicht auch ein bisschen die Lust dann. Spielt damit. Dass ich jetzt ein bisschen genervt bin und deswegen schlechter spiele. Aber, generell, wenn ich so schlecht auf dem Floor hier gespielt hätte, hätte ich eh mal einen ganzen Spirit Hearts jetzt schon wieder verloren. Aber ich denke mal, ich hätte gar nicht erst so schlecht gespielt, weil das liegt wirklich daran, dass ich das unfair finde, dass mir mein Zeug da weggenommen wurde, meine ganzen Spirit Hearts. Und dass ich deswegen so ein bisschen genervter spiele. Na, du machst mich hier nicht kalt, mega fetti. Ich muss hier aber immer schön auf Distanz bleiben. Ich habe hier die Range. Aber was mich ein bisschen wundert, ist, dass unser Spacebar-Item nicht gleich wieder auflädt. Weil wir haben ja diese Aufladebatterie gekauft. Ich weiß, die braucht immer einen Moment und wehe, der verreckt jetzt nicht. Ja, da kriege ich zumindest ein Spirit Heart wieder, danke. Das ist eine Genugtuung. Das scheint irgendwie nicht so schnell aufzuladen. Da brauche ich eine Komplettladung. Ja, jetzt kann ich hier auch reingehen. Damage Up! Damage Up bringt neue Hoffnung zurück. Also, bringt neue Hoffnung zurück, ja. Bringt Hoffnung zurück. Und ein Pilzchen. Full Health. Danke. Das Damage Up könnte uns vielleicht sogar den Hintern retten. Wenn wir es gut anstellen, dass ich jetzt hier ohne Schaden durchlaufe, mir haufenweise Spirit Hearts irgendwo her besorge und dann das Ganze vielleicht doch noch irgendwie retten kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, ist gering, aber ich werde nicht aufgeben, bis wir gewonnen haben mit Blue Baby. Nein, das artet in endlos Run aus, aber trotzdem. Wir haben nur 3 Leben. Die anderen habe ich alle schon verballert. So. Das ist doof, die halten zu viel aus. Verdammt, da habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt hat mich das Vieh doch noch gekillt. Oh, Masken der Infamie, ne? Übelde Bossgegner. Also, das sind ja keine Bossgegner, aber üble Gegner. Und die sterben auch nicht. Wie viel halten die Mistdinger denn aus? Schöne ist, die Masken brennen ja mit, wenn man die Herzen anzündet. Das Ganze funktioniert aber zum Glück auch umgekehrt. Und jetzt sind sie tot. Und ich krieg den Joker. Damit kann ich zum Teufel gehen und Remote Detonator. Danke. Schlechtestes Ding ever. Krieg ich da vielleicht auch mal nochmal eine gute Karte raus? So. Ja, du. Danke, den hätte ich früher gebraucht. Nee. Leute, nee. Ich fürchte, ich werde den Part gleich beenden müssen, weil wir haben noch ein Herz, ein Leben und ja, ein Herz haben wir auch. Und falls ich es jetzt nicht irgendwie schaffe, die Karre aus dem Dreck zu ziehen, dann sehen wir uns im nächsten Part mit Blue Baby dann wieder. Und ich fürchte, das wird wirklich so sein. Ja, hier schnell. Range down. Super. Läuft gut, läuft gut. Brennt, ihr Mistviecher, brennt. Dafür, dass mir meine Spirit Hearts genommen wurden. Und, ja. So, letzter Versuch. Wenn wir jetzt sterben, sind wir endgültig tot. Hier müsste auf der Ebene irgendwo noch ein Shop sein. Da gehe ich jetzt erstmal shoppen. Muss. Gut, Leute, ich glaube, das dürfte es dann gewesen sein. Auch wenn ich jetzt den Shop gefunden habe. Obwohl, so schlecht schlagen wir uns gar nicht. So. Ja, eine Full-Heave-Pille ist jetzt nicht unbedingt
Das, was ich hier sehen wollte. Temperance auch nicht unbedingt. Und der Hanged Man, naja, gut. Spirit Heart, als erstes immer Spirit Heart nehmen und zwei Bomben. Ich meine, Bomben sind ja eh nicht ganz so wichtig. Ich könnte mir noch die Pille kaufen. Ja, super, Range Up. Und den Rest, den zahle ich dann hier wieder ein. Damit ich nicht so viel Geld wenigstens in diesem Run verschwendet habe. Ja, Hanged Man. Vielleicht rettet er mich ja beim Bosskampf. Okay, the Bloat. Leute, vergesst, was ich gesagt habe. Ist jetzt... Ich fürchte, das hier ist das Ende. The Bloat ist ein übles Mistvieh. Und eigentlich so das Schlimmste, was mir einfällt. Ja, und da sind wir auch schon down. Okay, die Fliege hätte ihn jetzt noch töten können. Lasst uns doch ein, oder lasst mir doch ein letztes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, macht ein bisschen Werbung für mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich es nochmal mit Blue Baby versuche. Euer Wolf.